Also ein selbstbestimmtes Leben für mich ist, Entscheidungen selber treffen kann. Also wenn ich tatsächlich darüber verfügen kann, wie ich mein Leben gestalten möchte. Also ich kann mir vorstellen, dass jemand, der arbeitet Vollzeit für die Familie, um für die Familie zu sorgen, vielleicht später denkt, Mist, einfach allerhand verpasst. Die Zeit für meine Kinder richtig investieren konnte, das konnte ich nicht tun. Und dann frage ich mich, ob ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Teilzeit damals wäre schon sehr schön gewesen. Ja. Ich finde es sehr gut und wichtig, dass man Teilzeit kann schaffen. Es muss halt einfach langen und am Monat, Ende Monat. Jeder schaut halt für den anderen und muss gemeinsam irgendetwas erarbeiten. Also ich finde es gut, dass sich das ein bisschen verändert und dass man da auch als Mann vielleicht mehr Möglichkeiten bekommt in der Zukunft. Also ich glaube, es wird immer weniger, dass das ein Tabuthema ist. Ich denke, es ist in vielen Branchen oder in einigen Branchen immer noch ein Tabuthema, dass Männer Teilzeit arbeiten. Ja. Ich muss ehrlich sagen, dass ich diese Frage mich nie gestellt habe. Heute denke ich aber, dass es ja genau ein Karrierekiller sein könnte. Es ist quasi eine Erwartung, dass die Männer im Regel 100% arbeiten. Die Frauen haben mehr Freiheit und mehr Luft, um Teilzeit zu arbeiten. Weniger zu arbeiten bedeutet, weniger Geld zu haben. Aber ein gutes Balance zwischen Zeit wäre sehr, sehr, sehr wichtig. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass Teilzeitarbeit glücklicher macht. So ein bisschen die ganze Work-Life-Balance. Und ich finde, es macht schon noch was aus, wenn du so einen Tag in der Woche auch noch Zeit hast für deine Sachen, deine eigenen Projekte und so weiter. Von dem her finde ich es schon noch wichtig, dass einem der Arbeitgeber das auch ermöglicht, Teilzeit zu arbeiten. Ohne Teilzeitarbeit hat man Probleme mit Kindererziehung. Ohne Kinder gibt es keine Zukunft.